Hallo und herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Wunderbar, dass ihr wieder alle reingeklickt habt. Wir konstatierten bereits im vergangenen Video diese aktuelle Hochdruckwetterlage, eine austauscharme Wetterlage und dass wirklich in den kommenden Tagen kaum Luftdurchmischung stattfinden wird. Ja, und dadurch müssen wir mit erhöhten Feinstaubwerten rechnen. Und das schauen wir uns gleich mal etwas genauer an. Hier der Blick auf die aktuelle Großwetterlagenkarte. Da sehen wir verantwortlich für unsere Wettersituation Hochdruckgebiet Scott. Das bedeutet, in der kommenden Nacht müssen wir vielerorts mit Nebel rechnen. In höheren Lagen, da können wir auch vielleicht mal den einen oder anderen Stern ausmachen, aber wirklich überregional müssen wir vor allen Dingen in der Früh mit bodennahem Nebel rechnen, mit Hochnebel rechnen und dieser Nebel wird sehr zäh ausfallen. Bis in den Tag hinein kann er sich halten. Deshalb bitte ich euch, seid vorsichtig, wenn ihr morgen früh das Haus verlasst. Die Sichtweite kann wirklich unter 150 Meter betragen. Jetzt der Blick auf den morgigen Vormittag. Nebel, weiterhin ein Thema, bis zum Nachmittag hin, vielerorts. In höheren Lagen, da setzt sich ziemlich flott die Sonne durch und dann gibt es wirklich einen sehr sonnigen, freundlichen Herbsttag. Das Ganze bei Temperaturen, die sehr, sehr mild sind für November, Werte zwischen 8 und 16 Grad. Jetzt der Blick auf die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Da sehen wir, da hat sich nicht viel getan. Es sind nur noch ein paar Wolken zu den Nebelfeldern hinzugekommen. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 9 und 1 Grad. Es ändert sich nicht viel an den Wetterverhältnissen am Mittwoch und am Donnerstag. Es bleibt überwiegend freundlich. Wir sehen weiterhin Nebelsymbole sind hier in den Karten eingezeichnet. Nur vom Nordwesten am Donnerstag, da versucht sich ein Tiefausläufer bei uns breit zu machen, bringt den einen oder anderen Schauer, kann sich aber nicht gegen dieses Hochdruckgebiet durchsetzen. Schauen wir uns den Freitag an, da ist dann von Regen überhaupt nicht mehr die Rede. Es wird überwiegend freundlich und sonnig, ein paar harmlose Wolken im Norden und im Westen unterwegs. Das Ganze bei auch wieder sehr milden Temperaturen für November zwischen 10 und 16 Grad sind dann die Tageshöchstwerte. Jetzt schauen wir uns aber mal die Feinstaubbelastung vom gestrigen Sonntag an, die gemessenen. Und wir reden hier von Feinstaubbelastung bis zu 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurden vielerorts erreicht. Das ist dieser berühmte Schwellenwert. In Ballungsgebieten dürfen wir nicht mehr als 35 Tage mit dieser Belastung erreichen. Dann ist es amtlich, dann ist es für den Organismus gefährlich. Darüber hinaus sehen wir erhöhte Werte in vielen Landesteilen. Und jetzt der Blick auf die Feinstaubwertprognose für den morgigen Dienstag. Ja, und da können wir ausmachen, da sind die erhöhten Feinstaubwerte in vielen Landesteilen ein Thema. Bitte seid deswegen vorsichtig, wenn ihr vorhabt, und das haben ja viele von uns ganz aktuell, draußen Sport zu machen, übertreibt es nicht, es muss kein Leistungssport sein. Schont euren Organismus, seid recht moderat unterwegs auf dem Fahrrad oder zu Fuß. Es bedeutet für Leute, die Probleme mit den oberen Atemwegen haben, wirklich eine erhöhte Belastung. Kleinkinder können diesen berühmten Krupphusten bekommen. Also insgesamt seid ein bisschen vorsichtig. So, das war schon wieder von eurem Wetter.net. Das Neueste, wenn euch dieses Video gefallen hat, nicht vergessen zu liken und nicht vergessen, unseren YouTube-Kanal Wetter.net zu abonnieren. Bis hoffentlich ganz, ganz bald.